Wir wollen uns als nächstes mit der Dynamikkontrolle in unserem Song beschäftigen. Dynamik ist ein ziemlich großes und umfassendes Thema, deswegen kann ich hier leider nur einen Einstieg geben. Allerdings werde ich dir erklären, wie ein Kompressor funktioniert und welche verschiedenen Kompressortypen in Cubase dabei sind. Die Dynamik bezieht sich in diesem Kontext immer auf den Zeitbereich. Hier habe ich also das Audiosignal unserer Akustikgitarre liegen, klingt so. Ja, und das hier ist ein relativ dynamisches Signal. Wir haben also relativ laute Stellen, dort wo die Gitarre angezupft wird, und sehr leise Stellen, dort wo sie ausklingt. Die Dynamik beschreibt also die Pegelunterschiede zwischen den lauten und leisen Stellen in unserem Signal, beziehungsweise auch die Anschwing- und Ausschwingverhalten der Transienten, also der Anschläge unseres Instruments. Jede Spur in unserem Song hat ihre ganz eigene Dynamik und deswegen müssen wir sie auch individuell in der Dynamik behandeln. Die wichtigste Effektgruppe für die Dynamikkontrolle sind die sogenannten Kompressoren. Einen solchen Kompressor möchte ich mal auf diese Spur hier laden. Der Kompressor verdichtet unser Signal und macht es insgesamt lauter, er hebt die Lautheit an. Okay, ich öffne den Mixer mit der Taste F3 und lade mir hier in den Inset-Effekten unsere Spur einen Kompressor rein. Den finde ich unter Dynamics, hier Kompressor. Wunderbar. Im ersten Schritt soll der Kompressor die lauten Stellen in unserem Signal komprimieren. Dafür stelle ich hier rechts den Schwellenwert, den sogenannten Threshold ein, zum Beispiel auf einen Wert von minus 12 dB. Der Kompressor wartet jetzt also, bis unser Signal an irgendeiner Stelle lauter wird als minus 12 dB. Das passiert zum Beispiel an dieser Stelle. Und der Kompressor fängt erst dann an zu komprimieren, wenn dieser Threshold überschritten wird. Ab diesem Moment verdichtet der Kompressor unser Signal im Verhältnis von aktuell 2 zu 1. Dieses Verhältnis, Ratio, kann ich hier mit diesem Knopf einstellen. Das kann ich zum Beispiel auch auf 4 zu 1 stellen oder sogar bis zu 8 zu 1 in diesem Kompressor. Das Verhältnis von 1 zu 1 bedeutet, dass unser Signal überhaupt nicht komprimiert wird. Ich kann das hier zum Beispiel mal auf einen Wert von 4 einstellen, also 4 zu 1. Und das bedeutet, dass die Stellen, die lauter sind als unser Schwellenwert, nun auf ein Viertel ihrer Originallautstärke verdichtet werden. Wir hören uns das Ganze mal an und achten dabei hier oben auf diesen Wert, Gain Reduction. Der zeigt uns an, wie stark an diesen Stellen komprimiert wird, also um wie viel dB abgesenkt wird. Wenn ich hier also einen noch tieferen Schwellenwert einstelle, dann wird entsprechend auch mehr und öfter komprimiert. Das matscht so richtig an diesen Stellen. Also hier haben wir den Kompressor eindeutig zu heftig eingestellt. Ein besserer Wert wird also hier irgendwas um die minus 12 dB sein. Jetzt ist unser Signal also verdichtet worden und damit leiser. Moment, wollte der Kompressor das nicht eigentlich insgesamt lauter machen? Das kommt erst im zweiten Schritt, nämlich unter dem Make-up. Hier auf der rechten Seite haben wir den Make-up-Gain und damit können wir insgesamt das fertig komprimierte Signal insgesamt lauter machen. Macht damit also die komprimierten Stellen lauter, aber auch eben die leisen Stellen, die wir nicht komprimiert haben, lauter. Und damit steigt die Lautheit über die gesamte Spur an. Im Moment steht das auf automatisch, aber ich kann das auch selbst einstellen, indem ich hier dieses Auto-Make-up-Gain deaktiviere und hier zum Beispiel um 4 oder 5 dB verstärken lasse. Das ist die erste Verwendungsmöglichkeit für Kompressoren, nämlich die Lautheit steigern, indem wir komprimieren und danach wieder den Pegel anheben. Kompressoren lassen sich aber noch für viele andere Verwendungsmöglichkeiten einsetzen, zum Beispiel um die Transienten zu betonen, also die Anschläge unseres Instruments. Dafür gibt es nämlich diese drei Regler Attack, Hold und Release hier unten. Mit Attack stellen wir die Zeit ein, die unser Kompressor warten soll, nachdem der Schwellenwert überschritten ist, bis er anfängt zu komprimieren. Wir können also zum Beispiel einstellen, dass er erst 50 Millisekunden warten soll, nachdem die Gitarre diesen Wert überschritten hat und erst danach anfangen soll zu komprimieren. Damit heben wir diese Anschläge also ganz laut hervor, während der Rest dann abgesenkt und komprimiert wird. Hold stellt die Zeit ein, die die Kompression gehalten werden soll. Wenn wir die also zum Beispiel auf 500 Millisekunden stellen, dann wartet der Kompressor eine halbe Sekunde lang, nachdem der Schwellenwert überschritten ist und hält so lange die Kompression, egal ob das Signal schon wieder viel leiser ist als unser Schwellenwert. Den lasse ich hier mal auf 0 stehen und wir beschäftigen uns noch mit Release. Das ist also die Ausklingzeit unserer Kompression. Wie lange soll es dauern, bis der Kompressor langsam wieder nachlässt, nachdem der Schwellenwert unterschritten wurde? Wenn wir also die Anschläge unserer Gitarre richtig betonen wollen, dann müssen wir eine lange Attack-Zeit auswählen und eine kurze Release-Zeit. Sowas hier.
Ich übertreibe das mal ein bisschen, dass wir das deutlicher hören. Ja, jetzt hören wir also ganz deutlich diese Anschlaggeräusche der Gitarre. Wir können diesen Release-Wert auch automatisch wählen lassen von Cubase, indem wir hier Auto-Release unterhalb des Release-Buttons aktivieren. Und damit legt Cubase fest, in welcher Zeit released werden soll. Grundsätzlich können wir also festhalten, dass wir bei perkussiven Signalen, zum Beispiel Drums, Rap-Vocals oder Strumming-Gitarre, eine lange Attack-Zeit und eine kurze Release-Zeit wählen sollten. Bei flächigen Signalen hingegen, sowas wie Pad, Strings oder Brass-Section, wollen wir eine kurze Attack-Zeit, aber eine lange Release-Zeit verwenden. Das sind also zwei Gegenspiele, die du immer anpassen solltest, wenn du perkussives oder flächiges Audiomaterial hast. Eine schöne Hilfestellung sind an dieser Stelle die Presets, die der Kompressor mitbringt. Wenn ich hier oben draufklicke, kann ich zum Beispiel ein Preset Snare Compression auswählen. Und hier habe ich also automatisch eine relativ lange Attack-Zeit, damit die Anschläge der Snare gut betont werden, ausgewählt. Ja, wichtig ist allerdings, nachdem du ein Preset ausgewählt hast, dass du den Schwellenwert selbst einstellst. Denn der Schwellenwert, der kann ja nicht voreingestellt sein im Preset, weil ja unklar ist, wie laut dein Signal letztendlich ist, das du aufgenommen hast oder in deinem Projekt liegt. Also wer auch immer diese Presets baut, der weiß ja nicht, welches Signal du vorliegen hast. Einer der häufigsten Anfängerfehler beim Mixing ist es, dass die Kompression übertrieben wird, also dass zu stark komprimiert wird. Sei hier also ruhig vorsichtig und versuch, einen Wert einzustellen, sodass die Gain Reduction hier maximal bei minus 3 bis minus 6 dB liegt. Versuch auch eine relativ schwache Ratio, schwaches Verhältnis von ungefähr 2 zu 1 bis 4 zu 1 zu wählen und dann den Threshold so einstellen, dass die Gain Reduction eben im oberen Bereich liegt. Okay, so viel dazu. Die dritte Verwendungsmöglichkeit für Kompressoren, die ich hier anbringen möchte, ist das gleichzeitige Färben eines Signals, also ihm einen Soundcharakter zu geben und gleichzeitig zu komprimieren. Dafür hat Cubase einige andere Kompressoren als diesen Standardkompressor integriert. Dieser Standardkompressor ist dafür gemacht, möglichst ohne zu färben zu komprimieren, also möglichst transparent zu bleiben. Aber es gibt noch einige andere. Ich drücke F3 und ersetze unseren Kompressor mal durch den Tube-Kompressor. Der Tube-Kompressor hat eine sogenannte Röhrenemulation und möchte unserem Sound eine sanfte und warme Kompression geben und gleichzeitig ein paar Obertöne dazu, so wie man das aus einem Röhrenverstärker kennt. Ich stelle den Mixregler mal auf 100%, damit wir das rein komprimierte Signal hören und drehe jetzt beim Hören langsam den Drive-Regler auf, sodass wir mal den Sound der Röhre an sich hören. Hier kratzt es schon ein bisschen. Ja, und das hier ist schon völlig übertrieben. Aber das passiert letztendlich. Es gibt uns etwas an warmen Mitten dazu und ein paar Obertöne als Saturation. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier in diesem Tube-Kompressor weder einen Threshold noch einen Ratio-Regler gibt. Diese beiden Werte sind fest eingestellt in dem Kompressor. Wir haben allerdings einen Input-Regler und einen Output-Regler. Mit dem Input-Regler können wir also einstellen, wie laut unser Signal in den Kompressor reingeht und damit indirekt auch, wie stark es eben komprimiert wird. Das wird dann entsprechend laut auch wieder rausgehen, deswegen müssen wir manchmal den Output hier ein bisschen absenken, damit das Signal nicht sehr viel lauter rausgeht, als es reingekommen ist. Sehr wichtig für uns ist der Mixregler hier unten. Der ermöglicht uns die sogenannte Parallelkompression. Die Idee dabei ist folgende. Wir haben bei 0 das unkomprimierte Signal liegen und bei 100 unser komprimiertes und gefärbtes Signal durch die Röhre. Und jetzt können wir sozusagen zumischen. Also ein bisschen was von dem transparenten, unkomprimierten Signal zu dem gefärbten Sound aus der Röhre. Die Idee dabei ist, dass wir die Vorteile von beiden behalten, nämlich die Transparenz und die Röhrenverzerrung. Ein gutes Vorgehen hier ist also, den Mixregler erstmal auf 100 zu stellen und das Signal erstmal schön zu komprimieren und viel Röhrensound dazuzugeben und dann so lange zu reduzieren, bis diese Transparenz wieder erhalten bleibt. Ja, das ist jetzt schon ganz schön heftig komprimiert. Bisschen Röhrenverzerrung. Ah, ist zu viel. Und jetzt mische ich das langsam zu. Cleanes Signal.
Ja, und für die Attack- und Release-Zeit unseres Kompressors gilt das Gleiche, was wir schon wissen. Also perkussive Signale, bisschen längere Attack-Zeit und Release schön kurz. Wunderschön klingt das so. Im Vergleich ohne? Und mit? Der hat viel mehr Charakter und ist viel stärker und voluminöser als vorher. Besonders gut eignet sich so ein Tube-Kompressor auf Signalen wie Bass, Gitarre oder auch auf Vocals, ist ja wunderschön. Du kannst dich hier auch ein bisschen inspirieren lassen, indem du dir mal anschaust, für welche Sounds diese Presets hier vorgefertigt wurden. Den nächsten Kompressortyp hören wir uns mal auf den Drums an, denn der ist dafür gemacht, Drums richtig punchig und knackig zu bekommen. Das ist der sogenannte Vintage-Kompressor. Der ist also nachgeahmt nach einer Vintage-Legende aus den Kompressoren und ja, schauen wir uns den mal an. Hier gibt es ebenfalls keine Möglichkeit, den Threshold einzustellen, dafür aber die Möglichkeit, Ratio auszuwählen. Hier gibt es also 2 zu 1, 4 zu 1, 8 zu 1 und 20 zu 1. Stellen wir hier mal 4 zu 1 ein und regeln den Input so, dass es ein bisschen Kompression gibt und wir irgendwo hier bei minus 3 dB Kompression landen, Maximum. Ein bisschen den Output zurückdrehen, damit es nicht zu laut wird. Okay, und jetzt geben wir dem Ganzen mal ein bisschen Punch. Dafür gibt es hier diesen Attack Mode Punch Regler und wir können hier ein bisschen längere Attack Zeiten reingeben. Und kurze Release. Ja, der Vintage-Kompressor ist wunderbar für Drums und alle anderen Percussion-Instrumente geeignet, also um Sachen richtig Punch und Druck zu geben. Wir hören mal im Vergleich ohne und mit. Der gibt schon ordentlich Druck. Wunderbar! Der nächste Effekt, den ich an der Stelle gerne erwähnen möchte, ist der sogenannte Limiter. Der Limiter ist ein Kompressor mit einem Verhältnis von unendlich zu 1. Der komprimiert also so hart, dass alles, was über diesen Schwellenwert, den Threshold, geht, so hart komprimiert wird, dass es quasi dem Erdboden gleich gemacht wird. Der Limiter hier in Cubase ist sehr einfach aufgebaut. Wir haben einen Input- und einen Output-Regler und können das Release einstellen. Schauen wir mal. Noch jetzt wird limitiert hier. Um ganze 2 dB. Der Limiter ist eine Möglichkeit, unglaublich viel Lautstärke und Präsenz in einen Sound zu bringen. Zum Beispiel auf Kickdrums funktioniert der wunderbar, um die ganz nach vorne zu holen. Auch auf Vocals verwende ich den manchmal. Aber bitte mit Vorsicht machen, denn damit lässt sich auch sehr viel kaputt machen. Dadurch, dass die Kompression so hart ist, kann der echt viel kaputt gehen. Ein weiteres wichtiges Dynamik-Plugin ist der Maximizer. Der Maximizer verdichtet unser Signal ebenfalls und gibt dem mehr Lautheit. Hier gibt es zwei verschiedene Modi, Classic und Modern. Den Modern-Modus gibt es jetzt erst seit Version 9. Und ja, hier haben wir die Möglichkeit, über Optimize unser Signal eben an Lautheit zu verstärken. Hören wir uns das mal an. Wow, das wird richtig laut. Hier haben wir ebenfalls einen Mixregler dabei, mit dem wir Parallelkompression betreiben können, also zwischen dem unmaximierten und dem maximierten Signal etwas zumischen können. Den Maximizer werden wir später beim Mastering verwenden und dort werde ich auch auf die anderen Regler hier eingehen, dafür fehlt mir in diesem Video aber leider die Zeit. Einen anderen möchte ich hier noch zeigen, nämlich den TDR Nova. Ist ein dynamischer Equalizer und gleichzeitig Multiband-Kompressor. Dieses Plugin hier ist kostenlos und aus meiner Sicht absolut wichtig zum Erweitern von Cubase Elements, weil in Cubase Elements kein Multiband-Kompressor enthalten ist und dafür kommt der hier zum Einsatz. Multiband-Kompression ermöglicht uns, verschiedene Frequenzbänder unseres Signals verschieden stark zu komprimieren. Sowas kann ganz besonders bei komplexeren Signalen Sinn ergeben. Zum Beispiel hier auf meiner Drumbus-Spur. Wenn ich zum Beispiel die Hi-Hat ein bisschen weniger komprimieren möchte als die Clap, dann kann ich mir hier ein Band nehmen und lege dieses Band in die Frequenzen der Clap, während die Hi-Hat hier oben unberührt davon bleibt. Ich schalte für dieses Frequenzband die Kompression an, indem ich das Band auswähle, Band 2 in diesem Fall, aktiviere Threshold und kann jetzt den Schwellenwert einstellen, ab dem ich komprimieren möchte.
wie der Ratio, Attack und Release daneben. Für die Clap können wir ruhig 25 Millisekunden wählen. Und wir hören hier, wie stark unsere Clap komprimiert wird, während die Hi-Hat komplett unberührt davon bleibt. Ja, wenn ich das jetzt stark komprimiert habe, kann ich außerdem in diesem Equalizer dieses Band wiederum anheben und damit die Clap letztendlich wieder lauter machen, das komprimierte Signal zumindest. Ein super mächtiges Tool und eine wunderbare Erweiterung für Cubase Elements. Okay, das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Dinge zur Kompression. Fassen wir nochmal die drei Verwendungsmöglichkeiten zusammen. Erste Möglichkeit ist, Dynamik verdichten und dem Ganzen mehr Lautheit geben. Das lohnt sich zum Beispiel auch, wenn ein Instrument weiter hinten im Mix steht, aber viel zu viel Dynamik hat. Damit kann ich das also schön glätten. Zweite Möglichkeit, um die Transienten, also die Anschläge, zu betonen und hervorzuheben. Und dritte Möglichkeit, um unser Signal zu färben und ihm einen Charakter zu geben, zum Beispiel mit dem Tube-Kompressor. Kompression richtig zu verstehen und auch richtig zu verwenden, braucht ein bisschen Zeit und Praxis. Deswegen gebt ihr ruhig ein paar Songs, um die Übung darin zu bekommen. Viel Spaß beim Ausprobieren!